Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute ist der 26.10.2020. Ich habe gestern ganz gut geschlafen, von gestern auf heute. Das erste Mal seit Wochen. Heute war Sonja da und die Volkshilfe. Meine Haare sind ganz gut gewaschen. Mal gucken, wie lange das anhält. Es hat ewig gedauert, bis die Volkshilfe heute gekommen ist. Und ich bin fast über eine Stunde zu früh aufgestanden, weil ich über eine Stunde im Rollstuhl gewartet habe. Ich war dann noch stinksauer, dass mich keiner ins Bett gelegt hat. Und ist nicht genervt, weil ich genau gewusst habe, dass es länger dauern wird. Aber ich habe mich wieder beruhigt. Am Nachmittag war Sonja da, die trotz Feiertag heute gekommen ist. Sie hat sich selbst eingeteilt, aber sie war etwas unglücklich darüber, dass sie am Feiertag arbeiten muss. Aber ja, das war so ausgemacht. Nicht meine Schuld. Es war ganz schön mit Sonja. Wir haben die Nägel nachgemacht. Also hinten das abgefeilt und mit Shellac aufgefüllt, damit es nicht so ausgewachsen aussieht. Und es hat auch ganz gut funktioniert. Wir waren ein paar Mal draußen, es war relativ warm, obwohl am Abend der Wind gegangen ist, aber es war nicht so kalt. 13, 14 Grad. Und wir haben uns gut unterhalten und hatten viel Spaß. Wir waren heute beide ganz gut ausgeschlafen. Und sonst überlege ich gerade. Sonja hat ja eine Wohnung neu und zieht mit dem Bruder aus. Und wir haben über die Küche geredet und solche Sachen, weil sie morgen Möbel schauen fährt und Küche bestellen und vorher ausmessen und so. Und es war ganz interessant und es war auch lustig und wir haben viel gelacht und es war richtig schön. Morgen kommt Corinna, auf die freue ich mich auch. Ich glaube, die suchtet meine Videos so, weil ich noch immer so viele Aufrufe habe. Ich konnte mir nicht erklären, was sonst ist. Ich meine, es sind jetzt wieder weniger, aber es sind noch immer relativ viele. Aber 80 Mal ein Video angucken und damit es mehr Aufrufe hat, scheint mir ein bisschen irrsinnig. Aber anscheinend interessieren sich jetzt auch andere Menschen für meine Videos. Stimmungsmäßig geht's mir so mittelmäßig bis eher schlecht. Durch die ganzen Schmerzen und die Schlafstörung merke ich einfach, dass es mir nicht mehr so gut geht und dass die Stimmung immer weiter sinkt. Und dass das Antidepressivum sehr wenig hilft. Es macht mir sehr müde und aber antriebssteigernd wirkt es schon. Insofern, dass ich halt nicht schlafen kann. Das muss ich mit Trasberger beim nächsten Mal besprechen. Also mit meinem Psychiater.
Mit dem halben Terminal schlafe ich jetzt also jeden zweiten Tag ganz gut. Aber jeden Tag geht's noch immer nicht. Jetzt, heute ist wieder der zweite Tag, wo ich länger wach sein werde. Oder mehr wach sein werde. Aber ich hoffe, dass ich schlafen kann. Da Amstetten jetzt rote Zone ist, werde ich die nächsten Wochen nicht zu Christoph fahren, sondern mir einen Gesprächstermin am Telefon mit ihm ausmachen. Sonst gibt's nicht viel Neues. Am Freitag habe ich einen Gesprächstermin mit Kerstin am Telefon. Auf den freue ich mich schon, weil der wird mir gut tun. Weil ich merke einfach, dass mich irgendwas belastet, was mich auch am Schlafen hindert und was einfach irgendwie negativ auf meinen Schultern lastet und mich runterzieht und ja, obwohl ich nicht glaube, dass wir da über Telefon drauf kommen. Ich habe ziemlich viele Albträume und auch positive Träume enden in Albträumen. Und ich schrecke mich sehr oft in der Nacht im Schlaf, weil es so grauslich wird, was ich träume. Und das ist schon sehr belastend. Aber darüber möchte ich mit Kerstin reden. Morgen mit Corinna habe ich nichts geplant. Ich möchte übermorgen wieder Haare färben. Dunkelbraun. Ich weiß nicht, ob das mit einer Packung ausreicht, aber zumindest oben müsste es reichen, damit dieser Übergang wieder weg ist, den ich euch da vorgestern gezeigt habe. Von den blonden Haaren zu den dunklen. Aber das sieht man jetzt im Gegenlicht nicht. Sonst gibt's nicht viel Neues. Mein Vater ist heute eingesprungen und noch arbeiten gefahren. Im Nachtdienst. Der kommt morgen wieder nach Hause. Ist mittwochs wieder im Dienst. Und dann ist er wieder zu Hause. Sonst habe ich nicht viel Neues, wie gesagt, und fällt auch jetzt nichts mehr ein. Ich denke noch mal nach. Ja, die Corona-Infektionszahlen steigen immer weiter. Amstetten ist ein roter Bereich. Also kann ich mit Christoph für die nächsten Wochen auch aufzeichnen. Und das ist halt schade. Aber was soll man machen? Sonst fällt mir nichts mehr ein. Ich bin auch schon relativ müde und wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Ciao. Macht's gut, eure Ines.